Hallo an euch alle. In diesem Video sehen wir uns gemeinsam und Schritt für Schritt an, wie man den Reifen und den Schlauch am Vorderrad eines Xiaomi-Scooters wechselt. Wir zeigen euch die Vorgehensweise, die verschiedenen Werkzeuge und sämtliche kleine Tricks, die wir bei MoveMove einsetzen, damit ihr den Wechsel ganz einfach hinbekommt. Natürlich ist dies hier nicht die einzige Methode und ihr könnt es auch auf andere Weise angehen, aber wir hoffen auf jeden Fall, dass dieses Tutorial die beste Anleitung ist, die ihr im Internet finden könnt und dass wir euch helfen können. Also, los geht's! Zuerst fahren wir mit einer dünnen Klinge zwischen den Aufkleber und die Plastikabdeckung, damit wir den Aufkleber sauber und ohne ihn zu beschädigen abziehen können. Dasselbe erledigen wir dann auch auf der anderen Seite. Als nächstes schrauben wir die beiden Kunststoffabdeckungen links und rechts vom Vorderrad ab. Um die kleinen Schrauben zu lösen, braucht man normalerweise einen 2,5er Inbusschlüssel. Allerdings hat Xiaomi bei einigen Modellen diese kleinen Sechskantschrauben gegen hochwertigere Torx-Schrauben ausgetauscht. Wenn eure Schrauben also einen sternförmigen Kopf haben, dann braucht ihr einen kleinen T10 Torx-Schlüssel, um sie zu lösen. Nachdem nun unsere Abdeckungen heruntergenommen sind, können wir beide Muttern links und rechts vom Motor mit einem 18er Schlüssel abschrauben. Anschließend entfernen wir die Verschlussklappe des Schlauchs und stellen sicher, dass sich keine Luft mehr im Reifen befindet. Danach wird das Schlauchventil ins Radinnere hineingedrückt. Man sollte es sich nicht direkt reinschieben lassen, was durchaus vorkommen kann, so kann man mit ein paar leichten Hammerschlägen nachhelfen. Als nächstes werden der alte Reifen und der geplatzte Schlauch entfernt. Dazu drücke ich als erstes die Ränder des Reifens zusammen, damit er sich von der Felge löst. Dann gebe ich etwas Seifenlauge um das Rad herum, damit der Reifen beim Abziehen leichter herausrutscht. Das ist nichts anderes als Wasser mit etwas Seife. Als nächstes schnappe ich mir meine allerbesten Helfer in Sachen Scooterreifenwechsel, nämlich meine Herkules Reifenheber, und ich gebe ein paar Tropfen Seifenlauge auf die Enden. Anschließend platziere ich einen Reifenheber rechts neben dem Ventilloch auf Höhe der Schraube, dann einen weiteren auf der linken Seite. Mithilfe meiner Reifenheber hebe ich den ersten Teil des Reifens aus dem Rad heraus. Dann fahre ich damit langsam um den Reifen herum, um das erste Stück vollständig herauszulösen.
Ich drücke nun den unteren Teil des Reifens in das Felgenbett, um so den oberen Teil anzuheben und das Schlauchventil aus dem Rad herausdrücken zu können. Um den Schlauch zu entfernen, muss er nur noch herausgezogen werden. Wenn das geschafft ist, kann der zweite Teil des Reifens von Hand herausgenommen werden. Danach werden Reifen und Schlauch über den Motor unseres Xiaomis hinweg herausgenommen. An dieser Stelle wird sich zeigen, ob nur der Schlauch oder aber Reifen und Schlauch ausgewechselt werden müssen. Um dies festzustellen, gibt es zwei Dinge, die es zu überprüfen gilt. Erstens, du schaust in die Innenseite deines Reifens und wenn dort fibröse Stellen oder Gummieinlagerungen zu erkennen sind, ist es an der Zeit, den Reifen gegen einen neuen auszutauschen. Zweitens, du schaust dir den Reifen von außen an und wenn du siehst, dass das Profil schon sehr stark abgefahren ist und der Reifen kurz vor seinem Ende steht, dann wäre es keine so schlechte Idee, ihn durch einen neuen Reifen zu ersetzen. So, jetzt nehme ich meinen neuen Schlauch für den Xiaomi. Dabei handelt es sich um einen 8,5x2 Zoll L-Schlauch mit einem aufrechten Ventil. Aber Achtung, dieses Ventil sollte leicht zur Seite geneigt sein. Ich schaue also, in welche Richtung das Ventil des neuen Schlauchs zeigt und richte es auf die Seite aus, auf der sich das Loch in der Felge befindet. Um ihn möglichst erfolgreich in das Rad hineinzubekommen, bedarf es eines kleinen Tricks. Wir entfernen den Ventileinsatz mit einem Ventilhebel. Und mit Hilfe eines dünnen Inbusschlüssels lässt sich das Ventil anheben, um es so in die entsprechende Öffnung hineinzuschieben. Wichtig dabei ist, nicht zu viel Kraft aufzuwenden, denn wenn du es mit Gewalt angehst und das Ventil dabei beschädigt wird, kannst du deinen Schlauch nicht mehr aufpumpen. Und nun kannst du den Ventileinsatz wieder an seinen Platz zurückschrauben. Weil es sich hierbei um einen etwas spezielleren Arbeitsschritt handelt, zeigen wir dir an dieser Stelle eine weitere Einstellung, damit du die Vorgehensweise gut nachvollziehen und dir das Ganze besser vorstellen kannst. Also, wir führen den Ventilhebel in das Ventil hinein und drehen ganz einfach, um so den Ventileinsatz herauszuschrauben. Weiter ist nichts nötig, außer vielleicht ein wenig Seifenlauge, damit es besser rutscht. Um ein bisschen Bewegungsspielraum zu schaffen, drücken wir den Schlauch rund um das Ventil ein wenig zusammen. Das Ventil wird am Eingangsloch positioniert. Dann hebt man das Ventil ganz langsam an, während man es von hinten hineindrückt. Danach schiebt man den Ventileinsatz in die Öffnung und schraubt ihn wieder fest. Und falls du keinen Ventilhebel hast, kannst du auch einen sehr kleinen Schraubendreher verwenden, aber sei dabei wirklich vorsichtig.
Nun befindet sich also unser Luftschlauch an seinem Platz. Wir lassen die Luft heraus und setzen die kleine Verschlusskappe wieder auf, damit sie während der Montage an ihrem Platz ist. In diesem Tutorial ersetzen wir also den alten Originalreifen durch einen V3-Reifen, der eine höhere Widerstandsfähigkeit, eine bessere Gummiqualität und eine ausgezeichnete Straßenhaftung aufweist. Und für alle diejenigen, die eine Produktinformation benötigen, stehen alle wichtigen Angaben in der Beschreibung. Also, legen wir los. Zuerst überprüfen wir an der Seite des Reifens ganz genau dessen Drehausrichtung, damit wir ihn in der richtigen Richtung anbringen. Um nichts falsch zu machen, positioniere ich den Reifen neben dem Motor. Dann wird der Schlauch ins Innere des Reifens eingefügt. Anschließend legen wir den Motor oben auf den Reifen. So, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Arbeitsschritt. Um den Reifen möglichst leicht auf das Vorderrad zu montieren, nehmen wir drei Kabelbinder zur Hilfe. Den ersten positionieren wir direkt gegenüber vom Ventil. Dann wird er um den Reifen herumgelegt, darf aber nicht zu fest angezogen werden. Anschließend werden die beiden anderen links und rechts auf Höhe der Schrauben angebracht. Und auch hier gilt, sie nicht zu fest anzuziehen. Ich gebe ein wenig Seifenlauge um den Reifen herum, damit er besser flutscht. Und ich fahre mit meinem Reifenheber einfach um den Reifen herum, um den ersten Teil des Motors hineinzuschieben. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem wir die beiden Reifenseiten festdrücken und unsere drei Kabelbinder festziehen können. Und zwar geht es im Wesentlichen darum, die beiden Seiten des Reifens so nah wie möglich zusammenzudrücken, um dadurch mehr Platz zu schaffen. Mit diesem Verfahren lässt sich somit der untere Teil des Reifens in das Felgenbett drücken, wodurch oben genügend Spielraum geschaffen wird, um den letzten Teil des Reifens ins Rad zu montieren. Nun gebe ich etwas Seifenlauge um den Reifen herum, sowie auf die Endkanten meiner Reifenheber. Ich bringe den unteren Teil des Reifens sorgfältig in das Rad ein. Ich platziere den ersten Reifenheber an der einen Seite. Einen zweiten auf der anderen Seite. Und dann gehe ich mit der flachen Seite meines dritten Reifenhebers unter den Wulstkern des Reifens und beende die Montage mit einer kleinen Hebelbewegung.
Lass dir ruhig von jemandem helfen, damit die zweite Person einen oder zwei Reifenheber festhalten kann. Zu zweit geht es immer leichter. Dann schneide ich meine drei Kabelbinder ab. Und ziehe sie ganz einfach von unten heraus. Nun kann unser neuer V3-Reifen aufgepumpt werden. Jetzt kannst du das Video auf Pause stellen, denn hier ist eine kleine Tabelle mit den Werten für den optimalen Reifendruck, welcher entsprechend deinem Gewicht eingestellt werden sollte, um zu verhindern, dass deine Reifen platzen. Jetzt müssen wir nur noch das Vorderrad wieder an unserem Xiaomi-Scooter befestigen. Das ist nicht sehr kompliziert, aber bitte achtet darauf, dass die beiden Unterlegscheiben ordnungsgemäß nach unten gerichtet sind. Also drücken wir das Rad schön nach oben und ziehen die beiden Muttern wieder mit dem 18er Schlüssel fest. Anschließend bringen wir auf beiden Seiten unsere Schutzabdeckungen wieder an.